Hallo alle zusammen, hier ist der Steakpfeffer von Holy Smoke Barbecue und ich möchte einmal kurz hier die Dose zeigen, wie es schmeckt, schreibe ich noch ein bisschen was dazu. Also man sieht, wir haben hier eben einmal dieses Sieb und das kann man auch durchaus abnehmen, einfach um mal zu zeigen, wie es da drunter aussieht. Also es ist schon ordentlich fest, da muss man keine Angst haben, dass es aus Versehen abgeht, wenn man damit streut. Aber wenn man es eben doch mal abmachen möchte, nachfüllen möchte, austauschen möchte, die Gewürze, dann ist das durchaus möglich. Und so sieht das Gewürz hier im Inneren aus. Wir haben also hier, man sieht viele von diesen Chiliflocken und die schmeckt man auch, die sind ziemlich scharf. Wir haben ein bisschen Paprikapulver, was man sieht, was man nicht ganz so doll rausschmeckt, aber Knoblauch schmeckt man gut raus und ja, das hat einfach wirklich ordentlich Wumms, das Gewürz. Ich habe es jetzt auch schon für Bratkartoffeln verwendet und für Schweinebraten, aber man kann das natürlich genauso gut auch für ein Steak oder andere Sachen verwenden.